Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Emmerhetorik. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, es geht dir gut. Unser nächster Tipp ist das Wissen des Publikums. Was bedeutet das? Du als Redner, du hier vorne als Vortragender, kannst nicht alles wissen. Du hast dich darauf vorbereitet, du hast ganz viel geübt, du hast ganz viel gemacht und hast viel gelesen, viel gehört, aber du kannst nicht alles wissen. 10% im Publikum wissen in Teilbereichen mehr, als du es hast. Das ist so ein dicker Daumen. 10% im Publikum sind mehr informiert als du in Teilbereichen. Die nehmen in anderen Bereichen wieder ganz viel mit und denen kannst du ganz viel geben. Aber in diesem Bereich sind die schlauer. Und was passiert, wenn du jetzt, ja, wenn du auch jemand kommst und sagst, Entschuldigung, ich habe da mal eine Anfrage oder ich kann da etwas zu sagen? Ja, dann nimm es auf. Nimm den Hinweis auf dem Publikum und du kannst es loben. Zum Beispiel, indem du sagst, vielen Dank für den Inhalt, den Sie beigetragen haben. Ich hoffe, der war für alle hilfreich. Dankeschön, dass Sie uns mit diesem Inhalt bereichert haben. Du lernst mit jedem Inhalt, mit jedem Vortrag, den du hier vorne gibst, lernst du auch selbst dazu. Und ich halte es für ungemein wichtig. Es gibt Redner, das sind so arrogante Schnösel. Sage ich wirklich arrogante Schnösel, die dort vorne stehen und denken, die haben das Wissen mit Löffeln gefressen. Nein, wir nicht. Wir nehmen gerne Informationen auf. Wir sind gern dafür da, wenn andere sagen, jawohl, ich habe da was, das könnte was dazu beitragen. Und wenn du die Größe hast, ich betone es wirklich, wenn du die Größe hast, das anzunehmen, dann zeigt das ganz, ganz viel Sicherheit, die du hast. Wenn dir das geholfen hat, schau gern rein beim nächsten Mal. Morgen geht's weiter. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir sehen uns auf meinem Kanal. Bis dann.